Wir brauchen Verstärkung. Alle Mann in den ersten Stock. Sie greifen den Burgherrn an. Chondra verflucht. Was machen wir denn jetzt? Waffen weg. Verstärkung ist schon unterwegs. Ihr werdet hier nicht heil herauskommen. Und ihr zwei, weg vom Burgherrn. Ich warne euch nur einmal. Wir denken nicht daran. Seht ihr denn nicht, mit welchen unheiligen Machenschaften er sich eingelassen hat? Selbst sein Körper ist ihm nicht heilig. Hört nicht auf sie. Sie kamen hier herein und haben mich einfach angegriffen. Ermorden wollten sie mich. Tötet den Ritter und die Kinder. Sie sind Attentäter. Aber die Zwergen, die nehmt lebendig gefangen. Um jeden Preis. Lederer, mein Zwerge, leben lange. Vielleicht quetschen wir dir dieses Geheimnis aus den Knochen heraus. Lebende kriegst du mich nicht, du Monster. Nimm das! Mit einer geschmeidigen Bewegung hatte Aurea hinter sich gegriffen und das lange Jagdmesser aus der Scheide an ihren Gürtel gezogen. Und so versucht, einen schnellen Streich gegen die nun geschwollene Faust von Hagolf von Sturzenstein zu führen. Leider hatte sie seinen Reichweitenvorteil um ein Vielfaches unterschätzt. Nicht nur war der alte Greis jetzt ein Stückchen größer als vorher, nein, er war auch um einiges schneller und schaffte es mit seinem Gehstock, sie mühelos auf Abstand zu halten. Allein ihren scharfen Sinnen verdankte sie es, dass sie mit nur einem Kratzer im Gesicht der Stoßfolge von Sturzensteins Gehstock entging, indem sie hastig zur Seite wegsprang. Hector, steh nicht nur so da! Hilf mir gefälligst! Hectors Blick war immer wieder zwischen den monströsen Burgherren und der zierlichen Vanya hin und her geschnellt, die mit den beiden angekommenen Wachen eine gefährliche Form von Haschmich zwischen den Sesseln vor dem Schreibtisch spielte. Aureas Ruf ließ ihn zusammenfahren und er hob etwas hilflos die leeren Hände. Sich mit seinen Fäusten blankem Stahl entgegenzustellen, hatte er nur einmal getan und es war nicht gut für ihn ausgegangen. Was soll ich tun? Ich hab nichts, um mich zu verteidigen. Dann nimm irgendwas. Streng mal deinen Kopf an. Ja. Ah, Hector, bitte. Seinen Kopf anstrengen? Hectors Augen schnellten suchend durch den Raum und blieben schließlich an einem Zierwappenschild Sturzensteins hängen, hinter dem zwei gekreuzte Schwerter steckten. Zwar hatte er nie eine Klinge geführt, aber er hatte sich schon einmal in die leuen Hände begeben und er war mehr als bereit, dies noch einmal zu tun. Er packte mit beiden Händen das Heft eines der hinter dem Schild gekreuzten Schwerter und zog. Doch es rührte sich nicht. Noch einmal zog Hector mit aller Kraft an dem Schwert. Sein Kopf lief rot an vor Anstrengung. Und dann gab die Konstruktion nach. Und alsbald hatte er das Schwert mitsamt dem Schild und dem anderen Schwert in den Händen. Sie waren aneinander geschmiedet worden. Ungläubig stolperte Hector nach hinten. Oh, was? An Göttern? Och, komm schon. Oh, du Narr. Das sind doch alles nur Schmuckstücke. Keine der offensichtlichen Waffen in diesem Raum wurde zum Kämpfen gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Orondra, steh uns bei in dieser dunklen Stunde. Aus den Augenwinkeln konnte der Travier Novize sehen, wie Leowin von Elsternberge ihm und Aurea einen hastigen Blick zuwarf, sich dann aber stärker der bedrängten Vanya zuwandte. Blut troff von seiner Klinge, als er sie mit einem schnellen Streich gegen die ungeschützte Oberschenkelrückseite einer der Wachen hieb. Diese schrie mit schmerzerfülltem Schreien auf und griff mit letztem Zorn den Ritter an, indem sie ihren Säbel in einem hohen Bogen über sich kreisen ließ und so Leowin zurückdrängte. Währenddessen stapfte Sturzenstein langsam auf die keuchende Aurea zu. Hector schluckte den kalten Klumpen aus Angst in seiner Kehle hinunter, schickte in Gedanken ein Stoßgebet an Praios und Rondra um Stärke und Schutz und stürzte sich dann mit wütendem Gebrüll und dem Zierschild voran Sturzenstein entgegen, um ihn zu rammen. Lärm drang von den oberen Stockwerken hinab. Rufe, Poltern und Krachen. Wirkliche Einzelheiten konnte Melinka zwar nicht verstehen, aber was auch immer dort oben gerade geschah, hatte die Wachen vom Eingang vertrieben und ihr den Weg geöffnet. Vorsichtig pirschte sie durch die Eingangshalle, immer an der Wand entlang.
Hoffentlich waren die Wachen, die den Alchemisten bewachen sollten, ebenfalls in die oberen Stockwerke gerannt. Mit einem Gegner konnte sie zurechtkommen, aber zwei oder noch mehr waren dann doch etwas zu viel. Leise und vorsichtig schlich sie die Stufen hinunter und spähte um die Ecke in den spärlich beleuchteten Gang. Fex war heute hold mit ihr, denn der Gang war leer. Schnell machte sich Melinka daran, die erste Tür zu öffnen. Der Geruch von nasser Wäsche sagte ihr, dass sie hier falsch war, also wandte sie sich zur anderen Tür. Herr Lederer? Herr Lederer! Seid ihr da? Aber den Zwölfen! Verdammt, wir haben keine Zeit für diesen Blödsinn! Herr Lederer, wenn ihr da drin seid, dann macht diese verdammte Tür auf! Nalia schickt mich! Nalia schickt euch? Wer ist denn da? Mein Name ist ich bin die Frau von Goldbach. Wir haben uns beim Frühstück gesehen. Frau von Goldbach? Hat euer Zofer euch also erreicht? Schnell, kommt rein. Wie kommt ihr an eine Botschaft von Nalia? Meine Zofe? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und was eure Schwester angeht, nun, ich wurde mit ihr eingesperrt. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass der Tag eurer Flucht heute ist. Oben ist gerade ein großes Durcheinander. Vermutlich hat mein edler Ritter mit diesen naiven Blagen einen Streit angefangen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Deshalb müssen wir schnell handeln. Sie hat mir diesen Brief für euch mitgegeben. Ein Brief? Zeigt her. Oh, Nalia. Also ist das wahr? Ist sie bereits befreit? Wo ist sie? Kann ich zaubern? Natürlich ist sie noch nicht befreit. Eisenketten kann man nicht einfach zerreißen. Und auch eine massive Tür öffnet sich nicht, wenn man sie einfach so bittet. Aber sie sagte, ihr könntet da helfen. Natürlich. Gib mir da einen Moment. Ich habe für solch einen Anlass eine besonders starke Säure. Eigentlich wollte ich sie für diese Tür nutzen. Aber sie wird auch mit der Tür meiner Schwester keine Probleme haben. Der grimmige Alchemist reichte Melinka eine längliche, tönerne Dose, in der es leise klirrte, und einen kleinen Trichter aus Glas. Im Inneren ist eine Glasampulle. Darin ist die Säure. Leitet sie mit einem Trichter in das Schloss und die Tür wird sich öffnen. Was die Kette angeht, das Eisen müsste sich auch zersetzen. Aber passt um Perrines Willen auf, dass ihr sie nicht verletzt. Ich werde ihr schon nicht den Fuß wegätzen. Wo sind die Kinder? Wir sollten uns nämlich beeilen. Um die werde ich mich kümmern. Ihr geht und befreit meine Schwester. Und wir treffen uns draußen, vor der Burg. Na gut. Aber ich warne euch. Wenn ihr noch weitere Leichen produziert, werde ich eurer Schwester erzählen, was für unheiliges Werk ihr hier unten vollbringt. Was? Nein! Ich werde sie nicht mehr anrühren. Das schwöre ich bei Helsinde höchst selbst. Ich hätte ihnen auch nie etwas getan, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Spart euch eure Beteuerungen für die Jünger des Praios auf. Jetzt müssen wir erst einmal raus hier. Ich hoffe, ihr habt einen Plan für eine Ablenkung. Nur für den Fall, dass die anderen den Herrn von Sturzenstein und seine Wachen nicht lange genug aufhalten können. Oh, macht euch darüber keine Sorgen. Mir kam schon vor einiger Zeit eine zündende Idee. Aber jetzt geht. Nehmt die Dienstbotentreppe am Ende des Ganges. Sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Ich weiß schon, was ich mache. Damit verschwand Melinka wieder durch die schwere Tür. Lederer blickte der jungen Dame einen Moment verdattert nach. So zielstrebig hatte er die junge Frau damals beim Frühstück nicht eingeschätzt. Dort hatte sie wie alle Hofdamen am Garreterhof fein und edel, aber auch naiv und zerbrechlich gewirkt. Einen Augenblick sann er darüber nach, ob er seinen eigenen Einschätzungen wirklich noch vertrauen konnte, gab sich dann aber einen Ruck und eilte die Treppe zu den Verliesen hinab. Zur gleichen Zeit keuchte Melinka immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Dienstbotentreppe hinauf. Auf der ersten Ebene konnte sie erneut Kampflärm vernehmen, was bedeutete, dass Leowin und diese Kinder wohl noch lebten.
hätte gedacht, dass dieser Scharlatan und diese Kinder so lange durchhalten. Sie ließ die Etage hinter sich, ohne weiter auf die Kampfgeräusche zu achten, und schließlich erreichte sie vollkommen außer Atem und ohne dass sie einer Wache in die Arme gelaufen wäre, das Obergeschoss des Turms, in dem Sturzenstein die Schwester des Alchemisten gefangen hielt. Einen Moment lang verharrte sie schwankend auf der Treppenstufe und versuchte irgendein anderes Geräusch als ihren rasenden Herzschlag zu erlauschen. Dann öffnete sie vorsichtig die Tür. Der Gang war immer noch leer. Mit schnellen Schritten durchquerte Melinka den kleinen Flur bis zu Nalias Tür und klopfte einmal gegen das raue Holz. Fräulein Melinka, seid ihr es? Wenn ich es nicht wäre, hättest du jetzt große Probleme, meine Liebe. Geh weg von der Tür. Ich habe hier eine Säure für das Schloss. Ist gut, ich bin weg. Gut, ich schütte jetzt die Säure hinein. Himmel, das frisst sich ja durch das Eisen wie eine Maus durch den Käse. Und es stinkt. Ah. Ich trete jetzt die Tür ein. Achtung! Ah! Göttern sei Dank, sieh's auf. Jetzt die Kette. Pass auf, ich trenne sie von dem Ring hier. Dann stülpen wir einen deiner feinen Lederhandschuhe darüber. Und du musst den Rest der Kette tragen, damit sie keinen Lärm macht. Aber dann gefährden wir deinen Fuß nicht. Das schaffe ich. Beeil dich bitte. Nachher kommen die Wachen zurück. Ich habe sie eben fluchen und dann die schweren Stiefel weglaufen gehört. Und dann ist da dieser Lärm, der von unten kommt. Meine Gefährten haben sich wohl auf ein Gefecht eingelassen. Sie haben was? Keine Zeit für lange Erklärungen. Komm, wir müssen jetzt weg. Ich komme. Geh voran. Aber willst du ihnen nicht helfen? Was glaubst du, was ich hier gerade tue? Ich befreie dich und schaff den Alchemisten hier heraus, damit wir Beweise für Sturzensteins Gräueltaten haben. Und jetzt Abmarsch! Mit schnellen Schritten eilten die beiden Frauen die Bedienstetentreppe hinab, einer nebulösen Freiheit entgegen. Im Arbeitszimmer von Hagol von Sturzenstein wehrten sich Ektor, Aurea, Vanya und Leowin von Elsternberge gegen Sturzenstein und seine Wachen. Vanya war durch die Attacke eines Wachmanns zu Boden geschleudert worden und lag nun benommen in der Mitte des Raums. Leowin hatte von Jast abgelassen und Vanyas Angreifer, bevor diese sie zu Boden schicken konnten, mit einem gekonnten Schwerthieb entwaffnet und mit dem Folgestreich dessen Leben ein jähes Ende bereitet. Während er über dem toten Wachmann stehend nach Luft rang, stürmten weitere Wachen, angeführt von Wachfrau Ingra, in das Arbeitszimmer. Aurea, Ektor, Vanya ist verletzt und es werden immer mehr. Kaum hatte der Ritter ausgesprochen, stürzte sich die Wachfrau schon mit erhobenem Säbel auf Leowin. Mit einem schnellen Schwertstreich führte Leowin seine Klinge gegen den Säbel der Angreiferin und führte ihre Klinge an seinem Kopf vorbei. Er griff nach der Gegnerin und fasste in ihren Schlagarm, drehte sich um die Frau herum und stieß dabei der dahinterstehenden zweiten Wache, die ihren Säbel ebenfalls drohend emporhielt, sein Schwert tief in die Seite. Der Mann gab ein schwaches Gurgeln von sich, als sich Wachfrau Ingra auch schon mit einem kraftvollen Ruck, den Leowin der Frau so nicht zugetraut hatte, aus dessen Griff befreite und nun ihrerseits versuchte, den Ritter zu entwaffnen, indem sie seinen Schwertarm attackierte. Klirrend trafen beide Klingen aufeinander, als Leowin in einer schnellen Bewegung sein Schwert herumwirbeln ließ, um den Streich zu parieren. Die beiden Kämpfer standen sich nun eng Kopf an Kopf, nur durch ihre Klingen getrennt gegenüber. Beide ruckten an der Waffe des anderen, doch keiner konnte die Oberhand gewinnen. Ich mach dich fertig. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ihr werdet hier niemals lebend herauskommen. Ergebt euch! Seltsam, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Wachfrau Ingra ruckte noch einmal mit aller Kraft gegen Leowin, als eine weitere Wache von der Seite auf ihn eindrang. Der Ritter taumelte zurück und prallte schwer gegen den Türrahmen. Ein ziehender Schmerz durchzog seinen Rücken, als er schon wieder das Schwert zur Verteidigung nach vorne schnellen ließ, um mit letzter Kraft den Hieb des Wachmanns zu parieren. Dieser zog seine Waffe blitzschnell zurück, um erneut zuzustechen, doch Leowin sah den Angriff kommen und wich zur Seite aus. Der wuchtige Säbelstreich brachte den hölzernen Türrahmen zum Splittern und die Waffe des Wachmanns hackte sich darin fest. Instinktiv wirbelte der Ritter herum und hieb von der Seite gegen den Schwertarm der Wache. Er durchtrennte Sehnen,
und Muskeln des Arms seines Gegners, der nun zurücktaumelte und ihn mit schmerzhaftem Blick fixierte, ehe er Anlauf nahm, um den Ritter umzurammen. Ah, du Hund! Warte nur, ich weiß, wie ich dich kriege! Angriff! Der Mann hechtete schneller, als Leowin es ihm zugetraut hätte, auf ihn zu, und nur mit allerletzter Mühe konnte er sich erneut zur Seite wegdrehen. Sein Gegner prallte mit voller Geschwindigkeit frontal gegen die Wand und sackte mit einer blutenden Stirnwunde zu Boden. Unfähiger Tüpel! Hey, Ritter! Schau mal, was ich hier habe! Leowin blickte zur Seite in die Mitte des Raums, wo die Wachfrau nun hinter Vanya stand. Sie hatte das Mädchen an den Haaren nach oben gezerrt und hielt ihr einen großen Dolch an die Kehle. Das Grinsen verwandelte das Gesicht der Wachfrau in eine teuflisch-dämonische Fratze. Ergib dich, Ritter! Du willst doch nicht, dass ich der Kleinen hier was tue, oder? Vanya, nein! Dein Schwert! Weg damit! Sofort! Schon gut, tu ihr nichts. Hier, ich gebe auf, siehst du? Leowin ließ sein Schwert fallen und Wachfrau Ingra gröhlte triumphierend auf. Du Narr! Nun sieh her, wie ich deiner Freundin ein breiteres Grinsen verpasse. Ingra erhob den Dolch und das war der Augenblick, auf den Vanya gewartet hatte. Sie nutzte die Siegessicherheit der Wachfrau aus und hörte ein großes Büschel ihrer eigenen Haare ausreißen, als sie sich mit einem starken Ruck zu Boden fallen ließ. Gleichzeitig wirbelte sie herum und wusste gar nicht, wie genau sie es gemacht hatte, aber auf einmal hatte sie den Wanderstab wieder in den Händen und hielt ihn abwehrend und drohend vor sich. »Niemals wirst du mir etwas antun, du widerliche Hexe!« Aus den Augenwinkeln sah Leowin zwei weitere Wachen mit Schilden und Säbeln durch den Gang auf das Schreibzimmer zulaufen. »Vanya, Hector, Aurea, da kommen schon wieder welche. Weg von der Tür, rüber zum Schlafzimmer, jetzt!« Er stürzte vor und packte das dürre, immer noch in Abwehrhaltung stehende Mädchen, dem wohl die Angst als auch die Entschlossenheit ins Gesicht geschrieben stand, und zerrte sie mit einem Ruck hinter sich. Dann sah er schon Wachfrau Ingra mit dem Dolch nach vorne stürzen. Ohne sein Schwert hatte er kaum eine Chance, die Dolchattacke abzuwehren. Leowin, Vorsicht! Endlich hab ich dich! Die Wachfrau setzte nach und riss den Ritter zu Boden. Mit einem weiteren Satz war sie über ihm und erhob den Dolch zum letzten und finalen Stich in die Luft. Jetzt wird Golgari dich holen. Stirb! Auf der anderen Seite des Raumes kämpften Hector und Aurea gegen den grausig verzerrt wirkenden Hagol von Sturzenstein. Hector stürmte das Zierschild vor sich haltend nach vorn, um Sturzenstein umzurammen. Doch als er auf dessen Körper traf, war es, als wäre Hector vor eine Wand gelaufen. Der unerwartet harte Aufprall zuckte durch seine Glieder und ließ ihn taumeln. Sturzenstein setzte nach und hieb mit seiner inzwischen riesig wirkenden Hand gegen Hectors Schild. Hector hörte ein Knacken im Holz des Schildes, als die Pranke es traf. Die Wucht des Hiebes brachte ihn endgültig aus dem Gleichgewicht und er stürzte einige Schritte zurück. Oh, bei allen Göttern, noch so ein Schlag hält das Schild nicht aus. Ihr Narren, merkt ihr jetzt, welchen Irrtum ihr aufgesessen seid? Hier gibt es keinen alten Mann, keinen Schwächling. Nein, ich bin stark, ich bin mächtig. Er ist zu groß für uns. Wenn er uns einmal packt, war's das. Ich weiß nicht, was dieser Alchemist da verbrochen hat, aber dagegen kommen wir nicht an. Vanya, Hector, Aurea, da kommen schon wieder welche. Weg von der Tür, rüber zum Schlafzimmer, jetzt! Wollt ihr denn hin, ihr Maden? Ihr könnt mir nicht entkommen. Dachtet ihr, die Götter sind auf eurer Seite? Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mich in meinem eigenen Haus ermorden? Dachtet ihr wirklich, ich sei nur ein alter, schwacher Mann? Ich bin so viel mehr. Und ich werde so viel mehr erreichen. Ich werde mir die Unsterblichkeit aneignen und mein Haus zu neuem Ruhm und alter Macht führen. Für solche ihre Ziele muss jeder Opfer bringen. Jedes neue Wissen hat seinen Preis. Wen kümmern da ein paar Tote mehr? Und die Zwergin hier wird mir helfen. Komm her, Mädchen. Mit einem gewaltigen Satz stürzte sich Hagol auf Aurea zu, um sie zu packen. Aurea duckte sich unter dem Abendsturm hindurch und hieb mit ihrem Jagdmesser auf das Scheusal ein. Niemals!
Nehmt das! Doch der Hieb der Zwergin schien an der dicken Haut wie an einem Schild abzugleiten. Was bei Angroschs weißem Bart? Ich bin unbesiegbar! Bei der gnädigen Mutter Travia, welch dämonische Teufelei ist das? Ich zeig's dir, Bürschchen! Stussenstein holte mit seinem Stock weit aus und hob auf Ektors Schild ein. Dieser hatte den Koloss nicht in Reichweite gewähnt und hielt den Schild zunächst nur locker in den Händen. Die Kraft, mit der der verwandelte Adlige auf ihn einhob, war gewaltig und hätte Ektor beinahe das Schild aus den Händen gerissen. Rondra, gib uns Kraft! Firon, gib uns Entschlossenheit! Gut so, Ektor! Er kann uns nicht beide gleichzeitig angreifen. Ektor umrundete den Schreibtisch, um von Stutzenstein wegzukommen, der sich nun wieder Aurea zuwandte. Hört auf, wie Feiglinge wegzulaufen! Keine Sorge! Da, nimm das! Mit all ihrer Kraft holte die Zwergin erneut zu einem Schlag mit dem Jagdmesser aus und führte ihre Klinge zielsicher zunächst gegen den Rücken und dann gegen einen der Arme von Stutzenstein. Wieder hatte sie das Gefühl, gegen bloßes Mauerwerk zu schlagen. Aurea, komm da weg! Du kannst sie nicht verletzen! Das werden wir ja sehen! Hagol hieb mit dem Stock nun gegen die Zwergin, doch diese duckte sich unter dem Hieb weg und sprang nach vorn auf Stutzenstein zu. Sie schlitterte über den Boden durch Stutzensteins Beine hindurch und führte ihr Messer in der Bewegung gegen die Achillessehne ihres Gegners. Die Attacke hatte nicht das Ergebnis, welches Aurea sich erhofft hatte. Sie durchtrennte zwar den schweren Stiefel Stutzensteins, doch sie hatte ihn nicht außer Tritt gebracht. Auch konnte sie kein Blut sehen, nicht einmal eine Schramme. Verdammte Zwergin, warte nur, bis ich dich kriege. Hagol bäumte sich auf und griff mit einer seiner Pranken nach Aurea. Da traf ihn der von Ektor geworfene Zierschild an der Schläfe. Lass Aurea in Ruhe, du Ausgebot der Niederhöllen! Und stell dich dem Urteil der Götter! In Travias und Praios Namen befehle ich dir, dich zu ergeben! Ergeben? Lass ich dich lache! Warte nur, du Gänsejunge! Schnell, Aurea! Rüber zum Schlafzimmer! Hagol griff mit seinen massiven Händen den wuchtigen Schreibtisch, der zwischen ihm und Ektor stand, und riss ihn in die Höhe. Ich werde dich lehren, Dinge nach mir zu werfen, Bürschchen! Und mit diesen Worten schleuderte er den schweren Tisch in Ektors Richtung. Der Schreck stand dem Travion-Novizen ins Gesicht geschrieben, als er den massiven Tisch wie in Zeitlupe auf sich zukommen sah. Instinktiv ließ er sich zu Boden fallen und er hörte den Tisch über sich hinweg fegen. Irgendwo ächzte jemand auf und er hörte den Tisch an der Wand zerschellen. Leovin hatte die Augen geschlossen und sich in sein Schicksal ergeben. Der Dolchhieb würde seinem Leben ein Ende setzen. In Erwartung des Schmerzes verzog er kurz das Gesicht. Da hörte er einen Aufschlag und fühlte den Körper von Wachfrau Ingra über ihm zur Seite wegrucken, was ihn wieder freigab. Als er die Augen öffnete, blickte er zur Seite und sah, wie sie und zwei weitere Wachen regungslos an der Wand lagen. Um sie herum die groben Splitter des zertrümmerten Schreibtischs, den Stutzenstein achtlos nach Ektor geworfen hatte. Herr Leovin, alles in Ordnung? Was war das? Keine Zeit, wir müssen fliehen. Es sind zu viele. Du hast recht, warte. Meine Brust. Ihr seid verletzt. Kommt, ich helfe euch. Mein Schwert. Ich brauche mein Schwert. Ihr nehmt. Oh nein, da! Stutzenstein hat Aurea in die Enge gedrängt. Herr von Elsternberge, tut doch etwas! Stutzenstein wuchtete wieder mit seinem Stab auf die Zwergin ein. Es grenzte an ein Wunder, dass diese mit dem Jagdmesser die schweren Schläge parieren konnte. Immer wieder ließ sie die Wucht der Hiebe mit einer Parade abgleiten oder wich den Attacken behende aus. Doch das ging nur so lange gut, wie sie zurückweichen konnte. Nun war hinter ihr die Wand des Zimmers und sie hatte keinen Platz mehr. Der nächste Hieb würde sie unweigerlich hart treffen und Stutzenstein hob schon wieder den Stab wie ein Streithammer hoch über dem Kopf. Aurea drehte den Kopf zur Seite und hob das Jagdmesser abwehrend vor sich. Da hörte sie ein Knirschen. Als sie ihre Augen wieder öffnete, sah sie die Klinge von Leovins Schwert vor ihren Augen. Zu ihren Füßen
lag eine Hälfte des zerbrochenen Stabes von Sturzenstein. Leowin hatte sie im letzten Augenblick gerettet, indem er den Stab des Adligen mit einer Parade zerstört hatte. »Schnell, Aurea, weg hier, ins Schlafzimmer!« »Vorsicht! Klingen können ihn nicht verletzen!« Sturzenstein wirbelte herum und hob mit seiner anderen Hand nach dem Kopf des Ritters. Reflexartig schnellte Leowins Arm vor und führte die Klinge gegen die zähe Lederhaut des Burgherrn. Er erwartete keinen großen Effekt, hatte diese sich doch bisher als äußerst resistent erwiesen, doch zu seiner Überraschung hinterließ der Stahl einen frischen, roten Schnitt. Hagol jaulte auf vor Überraschung und Schmerz und geriet ins Taumeln. Die übrigen Wachen versuchten seiner vor Wut wild um sich schlagenden Riesengestalt auszuweichen, was Leowin die wertvollen Sekunden erkaufte, um sich mit den drei Freunden ins Schlafzimmer zu flüchten und die Tür hinter sich ins Schloss zu werfen. »Das wird ihn nicht lange aufhalten, fürchte ich.« »Beiseite, Herr von Elsternberg! Aurea, jetzt!« »Bin schon dabei! Hau ruck!« »Der Sessel, gute Idee. Lass mich helfen.« »So, besser. Aber auch das hält nicht lange. Was ist mit dem anderen Ausgang?« »Er ist verschlossen!« »Ihr Bastard! Das werde ich euch heimzahlen!« »Was für ein Monster! Wir konnten ihn nicht mal verletzen!« »Ja, das habe ich mitbekommen. Dennoch hat mein Schwert ihn verwundet. Vielleicht habt ihr beiden ihm zu viel Kraft geraubt und wir müssen nur aushalten.« »Die Tür hält aber, wenn die so weitermachen, auch mit dem Sessel nicht lange aus. Sturzenstein wirft sich wie ein tollwütiges Tier dagegen. Er wird sie durchbrechen. Wir brauchen noch andere Möbelstücke zum Verbarrikadieren. Größere!« »Der Schrank. Komm, Hector, hilf mir mal.« »Guter Einfall.« Oh, ist das schwer. Bei allen Göttern.« »Da ist irgendetwas drin.« »Schnell, ihr zwei! Leowin kann die Tür nicht mehr lange halten!« »So wird das nicht. Komm, Hector, wir räumen den Schrank leer.« Im selben Augenblick platzte die Schranktür auf und Jast, der Kammerdiener Sturzensteins, stolperte heraus, fing sich sofort, drehte sich und zog ein langes Messer unter seinem Gewand hervor. »Na, zurück, ihr Ruhestörer! Stech sonst zu!« »Ganz ruhig, Jast. Leg das Messer weg.« »Er hat bestimmt einen Schlüssel für die Tür.« »Jast, gib uns den Schlüssel und lass uns raus.« »Niemals! Herr von Sturzenstein wird gleich hier sein. Und dann ist es mit euch Ratten vorbei.« »Das wollen wir doch mal sehen.« »Was? Nein! Was machst du? Zurück? Ich stech dich ab! Weg von mir!« »Du kleiner Wurm hast von allem hier gewusst, nicht wahr? Die Götter werden es dir heimzahlen, das sage ich dir. Und du wagst es nicht, einen Jünger der Herrin des Herdfeuers eigenhändig anzugreifen. Dazu bist du viel zu feige. Komm, Aurea, ich halte ihn fest und du nimmst ihm das Messer und den Schlüssel ab.« »Nein, bleibt weg. Ich warne euch. Was hast du mit dem Nachttopf? Nein, nein, fort mit dir. Zu Hilfe, Herr!« Jast fuchtelte mit dem Messer vor dem nun sehr entschlossen aussehenden Hector herum. Dieser hatte im Vorbeigehen zum stählernen Nachttopf, der neben dem Bett gestanden hatte, gegriffen und holte nun weit aus, wich dem unbeholfenen messerfuchtelnden Jast aus und schlug mit voller Wucht auf den Kammerdiener ein. Klasse, Hector! Ich kriege euch! Schnell, den Schrank! Einen Augenblick stand Aurea regungslos über Jast. Sollte sie nun den Diener nach dem Schlüssel durchsuchen oder lieber helfen, den Schrank vor die Tür zu wuchten? Eilig blickte sie zwischen Jast und Leowin hin und her und traf dann eine Entscheidung. Schnell, Hector! Hilf mir mit dem Schrank! Vanya, durchsuche du Jast! So schnell es ihr möglich war, hiefte die Zwergin gemeinsam mit Hector den nun leichteren Schrank vor die schon zur Hälfte geborstene Tür. Durch einen Spalt konnte man Sturzenstein sehen, der noch einmal Anlauf nahm und mit voller Kraft gegen die Tür rammte. Doch die Tür hielt, nun durch den Schrank gestützt. Hector warf sich zusammen mit Leowin von der anderen Seite gegen den Schrank, um ihm zusätzlich Stabilität zu geben. »Schnell, Vanya, der Schlüssel!« »Hab ihn schon!« Vanya hastete mit dem Schlüsselbund zur verschlossenen Seitentür des Schlafzimmers. Eilig probierte sie jeden Schlüssel, der ihrer Meinung nach passen konnte. »Verdammt! Warum haben die hier so viele Schlüssel?« »Beeil dich! Der Schrank hält auch nicht mehr lange aus.« »Hab's!«
Vanya schloss im selben Augenblick die Tür auf, in der das Holz der Schrankwand genauso wie das der Tür unter den harten Schlägen Stutzensteins nachgaben. Die erleichterte Miene der jungen Frau wich aber sofort einem Entsetzen, denn vor der aufgeschlossenen Tür standen weitere 5 schwer gerüstete Wachleute. Na, wen haben wir denn da? Wolltet abhauen, oder? Wir haben sie her! Los, ergebt euch! Oh nein! Jetzt ist alles aus! Möge Ondras Blitz euch alle treffen! Währenddessen schlichen Nalia und Melinka durch die Burg, immer auf der Hut, den Wachen, die in Richtung Arbeitszimmer stürmten, auszuweichen. In der Eingangshalle angekommen, platzte es schließlich aus Nalia heraus. Ich kann es nicht fassen! Ich bin wirklich draußen! Endlich! Nach all das sei frei! Sag mal, spinnst du? Sei doch still! Willst du das gesamte Dorf auf uns aufmerksam machen? Oder die Schwarzpelze? Hier lang! Hier geht's zum Eingangstor! Nalia! Oh, Lob sei den 12! Es geht dir gut! Sowohl Melinka als auch Nalia zuckten unter dem leisen Ausruf zusammen, als hinter ihnen aus dem Halbdunkel plötzlich der Alchemist auftauchte. Schweißperlen standen auf seiner Stirn und er hatte einen gehetzten Ausdruck in den Augen. Hinter sich führte er an einem langen Seil mehrere Kinder, die mit schreckgeweiteten Augen die beiden Frauen anstarrten. Melinka erkannte, dass er ihnen die Hände zusammengebunden und die Kinder sowie Perlen an einer Kette an einem Seil aufgereiht hatte. Haranon, warum? Warum bei den Niederhöllen hast du die Kinder gefesselt und geknebelt? Damit keines ausbüchst oder durch irgendwelchen ängstlichen Rufe die Wachen auf uns aufmerksam macht. Glaubst du wirklich, sie würden mir einfach so vertrauen? Wir haben dafür jetzt aber keine Zeit. Ich mache sie los, sobald wir aus dem Dorf sind. Wir müssen weg von der Burg. Jetzt! Ohne Melinka eines weiteren Blickes zu würdigen, packte Haranon Lederer seine Schwester am Arm und zog sie mit sich den Weg hinunter ins Dorf entlang. Die Kinder stolperten hintendrein. Melinka schaute den beiden einen Moment fassungslos hinterher. Dann wanderte ihr Blick zurück zur Burg. Sollte sie den anderen nicht wenigstens Bescheid sagen, dass die Kinder nun frei waren und Lederer und seine Schwester ebenfalls? Ach, Rondra verflucht. Warum mussten sie unbedingt einen Kampf anfangen? Nein, das haben sie sich selber eingebrockt. Da kann ich ihnen nicht helfen. Und ich muss ein Auge auf den Alchemisten haben. Nicht, dass er sich doch noch aus dem Staub macht. Tut mir leid, Freunde. Aber aus diesem Schlamassel müsst ihr euch selbst befreien. Damit drehte sie auf dem Absatz um und eilte den schwindenden Gestalten hinterher. Sie verspürte einen bitteren Stich in der Magengegend, wenn sie an die 3 Jugendlichen dachte, die Leowin so blind in eine Todesfalle nachgefolgt waren. Aber sie sollte ihm nicht auch noch dahin folgen. Immer noch stieg heißer Zorn in ihr auf, wenn sie an Leowin und sein hübsches Gesicht denken musste. Ja, hatte sie nur so dumm sein können. Es hätte ihr schon viel früher auffallen müssen. So tief war sie in ihre eigenen Gedanken versunken, dass sie beinahe in eines der Kinder hineingelaufen wäre. Verdattert hob sie den Kopf und bemerkte erst jetzt, dass das Dorf unterhalb der Burg nicht nur auf den Beinen, sondern auch hell erleuchtet war. Sie konnte die Bewohner der einzelnen Hütten verwirrt hier und da mit Knüppeln bewaffnet vor ihren Häusern stehen sehen. Aber sie schauten nicht nur in ihre Richtung. Lederer, seine Schwester und die Kinder wurden nur kurz mit irritierten Blicken bedacht, bevor sich die Aufmerksamkeit wieder auf das richtete, was sich am Tor abspielte. Das Wiehern von Pferden und das Brüllen von Orks war zu vernehmen. Ebenso die Rufe von verschiedenen Männern und das Klirren von Waffen. Was ist hier nur los? Was passiert da? Ich weiß es nicht. Aber wir haben damit nichts zu tun. Es klingt, als würden die Schwarzpelze kämpfen. Hört auf zu schnattern, wir müssen weiter. Gleich passiert es? Gleich passiert was? Ein gewaltiger Knall durchschnitt die Luft. Das Geräusch war so laut, dass es nicht nur die Ohren, sondern auch die Körper aller, die es hörten konnten, bis ins Mark erschütterte.
Es folgte eine Druckwelle, die viele der Anwesenden von den Füßen holte, und während sie sich noch verwirrt umblickten, schlugen einzelne Steine des Mauerwerks auf den Platz zwischen den Hütten ein. Dumpf klangen die Schreie der Menschen und die der verängstigten Kinder an Melinkas Ohren. Sie konnte sehen, dass Nalia sich in die Umarmung ihres Bruders geflüchtet hatte, während die Kinder schluchzend versuchten, die Köpfe mit den gefesselten Händen zu schützen. Fluchend rappelte sie sich auf und tastete nach dem Messer in ihrem Stiefel. Schnell machte sie sich daran, die Kinder endlich zu befreien. Dabei schnellte ihr Blick immer wieder zwischen dem Platz und dem Krater, der sich jetzt in einer der Seite der Burg auftat, hin und her. Innerhalb der Burg hatte die durch die Explosion entfachte gewaltige Druckwelle den Raum um Ektor, Vanya, Aurea und Leovin in ein Chaos verwandelt. Sie waren durch den Raum geschleudert worden und hatten krampfhaft versuchen müssen, ihre Körper und Köpfe vor den fliegenden Holzsplittern und Steinen zu schützen, die auf sie hinabregneten. Mit einem Mal existierte kein Geräusch mehr, außer einem durchdringenden Fieben in ihrem Gehörgang. Kein anderes Gefühl in ihrem Körper als Schmerz des Aufschlags und der Druck auf ihren Lungen, der ihnen das Atmen schwer machte. Die ganze Welt schien nur noch aus Schleiern in Grau zu bestehen, als sich ein feiner Staub wie Schnee auf alles und jeden zu legen begann. Ektor hustete gegen den Schmerz in seinem Brustkorb an und versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war. Sein Blickfeld verschwamm immer wieder, seine Ohren klingelten. Irgendwie schaffte er es, den Oberkörper vom Fußboden zu stemmen und sich fassungslos im Raum umzusehen. Die Tür existierte nicht mehr. Die Überreste einiger Bretter hingen noch an den verbogenen Eisenscharnieren. Der Schrank war nach vorne halb auf Leovin gekippt und hatte wohl einen Großteil der Wucht abgefangen. Auf der anderen Seite des Raums war der Boden eingestürzt und hinterließ eine gähnend klaffende Wunde im Mauerwerk. Was war das gewesen? War Rondras Faust persönlich vom Himmel gefahren und in die Burg eingeschlagen? Wo waren die anderen? Er konnte immer noch nichts hören, wurde sich aber nun einiger Bewegungen gewahr. Leovin begann sich augenscheinlich keuchend unter dem Schrank hervorzukämpfen. Er blickte Ektor verwirrt an und bewegte die Lippen, aber der Travia-Jünger konnte einfach nichts hören. Das Fiepen war immer noch viel zu laut in seinem Ohr. Dann sah er Vanyas wirre Haare, die hinter der anderen Seite des Bettes auftauchten. Der Staub ließ ihr Gesicht noch viel bleicher wirken, sodass sie beinahe aussah wie eine wandelnde Leiche. Mühsam kam Ektor auf die Beine. Selbst Vanya kam über die Reste des Bettes gekrabbelt, hinter das sie die Druckwelle geschleudert hatte. Auch Aurea bewegte sich. Langsam hiefte sie sich auf die Beine. Staub rieselte ihr von den Haaren über die Stirn. Gemeinsam gelang es den drei Freunden, das zersplitterte Möbelstück, unter dem Leovin eingeklemmt war, so weit hoch zu hieven, dass der angeschlagene Ritter darunter hervorkrabbeln konnte, um sich mit einem schmerzverzerrten Gesicht einige Rippen zu halten. Auch er bewegte die Lippen, aber seine Worte drangen unglaublich leise an Ektors Ohren. »Geht es euch gut? Aurea, Ektor, Vanya, seid ihr verletzt?« »So gut, wie es gehen kann. Was bei Angroschs Bart war das?« »Ich weiß es nicht.« Ektor blickte fassungslos auf das Durcheinander und das riesige Loch vor der Tür. Dann zur ebenfalls eingestürzten anderen Seite des Raums, wo soeben noch die schwer gerüsteten Wachleute ins Zimmer gedrängt waren. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn, während er fassungslos auf seine eigenen Hände blickte. Ich hab den Zorn Rondras beschworen. Ich. Sei nicht albern, Ektor. Komm, hilf mir mit Leovin. Hast du meinen Fluch vor der Explosion nicht gehört, Vanya? Die Göttin hat mich erhört. Das ist die einzige Erklärung. Entweder war es wirklich eine göttliche Strafe oder eine weitere Teufelei von Sturzenstein. Hoffentlich war es eine letzte. Helft mir mal hoch, bitte. Der Ritter ließ sich von den Jugendlichen auf die Beine helfen und gemeinsam kletterten sie über den gefällten Schrank, um durch den leeren Türrahmen zu spähen. Und was sie sahen,
drehte ihn augenblicklich den Magen um. Der Boden von Hagolds Arbeitszimmer war verschwunden. Dieser schien mindestens 2 Stockwerke unter ihnen zu liegen. Holzbruchstücke und Steine lagen überall herum und von weiter unten fiel Sonnenlicht durch ein klaffendes Loch in der Burgmauer. Staub fiel so dicht wie feiner Schnee und legte sich sachte auf die zerschundenen Gliedmaßen, die hier und dort aus den Trümmern ragten. Ektor konnte sehen, wie Vanya zu würgen begann und sich abwandte. Aurea und Leovin waren kreidebleich geworden und in ihm fühlte sich alles irgendwie taub an. Zwischen den Steinen konnte man teils halb, teils fast gänzlich verschüttete Körper erkennen. Einer davon gehörte Hagol von Sturzenstein, dessen Gesicht im Tode zu einer hässlichen Fratze aus Angst und Schmerz verzerrt zu sein schien. Irgendwann kam wieder Leben in Leovin von Elsternberge und er begann, die 3 Freunde von dem grauenhaften Anblick wegzulotsen. Gemeinsam gelang es ihnen, durch die Trümmer in den Burghof zu klettern. Flackernder Feuerschein fiel von draußen durch die offenen Tore. Stimmen klangen durcheinander. Allen vorerst eine laute, herrische Stimme eines Mannes, der anscheinend das hektische Treiben vor dem Tor dirigierte. Sie mussten langsam gehen, da Leovin kaum Luft bekam und sie alle noch bis ins Mark von den Ereignissen erschüttert waren. Aber jeder Schritt brachte sie weiter in Richtung Tor. Dort angekommen, brauchten sie einige Augenblicke, um in den vor Fackeln und Feuern erleuchteten Dunkelheiten Dinge klar ausmachen zu können. Sie konnten die Bewohner der Burg erkennen, die einen Mann zu Pferde umringten. Er wurde begleitet von einigen Frauen und Männern, die ebenfalls zu Pferde waren, und einer ganzen Menge anderer Leute, die Dreschflegel, Mistgabeln und andere Ackerbaugeräte in den Händen hielten. Einige von ihnen umarmten kleine Kinder, die schluchzend in ihren Armen lagen. Neben dem Pferd des offensichtlichen Anführers stand Melinka, die wild gestikulierend etwas zu erzählen schien. Als die Menge vor dem Tor die Neuankömmlinge bemerkte, teilte sie sich. Auch der Mann zu Pferde wurde schlussendlich auf sie aufmerksam und winkte sie näher an den fackelbeschienenen Kreis. Aurea konnte zwischen den Leuten am Boden die Leichen einiger Schwarzpelze liegen sehen. Bei Melinkas selbstgefälligem Grinsen sank Leovins Herz in die Hose. Aber er hatte im Moment keinen Ort, an den er fliehen konnte. Also ließ er sich von Ektor gestützt weiter in den Kreis führen. Wer in Rondres Namen seid ihr denn? Mein Name ist Vogt Kalman von Nesitz. Und ihr müsst Leovin von Elsternberge sein. Die junge Dame hier hat mir schon alles erzählt. Eigentlich wollten wir hier nur einmal nach dem Rechten sehen, nachdem mich beunruhigende Nachrichten erreicht haben. Aber wie mir scheint, gibt es hier einige Dinge aufzuklären. Ihr dort, Bursche, wie war euer Name? Ich bin der Stallbursche Eirik, Herr. Kann ich behilflich sein? Nun gut, Eirik, führe meine Leute in die Burg und sucht nach Überlebenden. Vor allem den Burgherrn verlangt es mich zu sprechen. Aber seid vorsichtig. Wir brauchen nicht noch mehr Unheil an diesem Tage. Und ihr, junge Dame, erklärt mir bitte noch einmal ganz genau, was hier vorgefallen ist und wie es euch gelang, die Kinder zu befreien. Liebend gerne, mein Vogt. Seht ihr, es ist nun so. Das alles hier, die Befreiung der Kinder, die Festnahme des Alchemisten und die Sicherung seines Geständnisses, das habe alles alleine ich zu verantworten.